Lockdown im TenTV. Hallo, hier ist der Ralf von Jördeland mit, man könnte sagen, ein kleines Corona-Update. Jetzt mit Beginn des Lockdown möchte ich euch herzlich begrüßen, nicht in unsere Jotte, sondern einen Tapetewechsel. Tut in solche Zeiten einfach mal gut, denke ich. Und ich habe mein Tentipi, eines meiner Tentipi, hier bei uns hinterm Lade aufgebaut und mich jetzt hier rein ans Lagerfeuer vom Atago gesetzt. Die Idee ist einfach, mal raus aus der Erde, rein ins Tentipi, einfach ein paar Dinge hier mit euch gemeinsam auszuprobieren, weil doch auch zu der Tentipis immer sehr viele Fragen dann auch kommen, wie funktioniert das, klappt das, kann ich da drin Feuer machen? Zum Beispiel, das ist eine der wichtigsten Fragen. Und ich finde, damit fängt auch jedes Einziehen in ein Zelt an. Man sollte erstmal ein Feuer drin machen. Hier in dem Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden, den Atago zu verwenden. Der Atago passt sehr gut zum Tentipi. Einmal von der Größe her ist er gut geeignet, um ein 5er Tentipi, ein 7er Tentipi, ein 9er Tentipi zu befeuern. Vielleicht für euch, die eher die Kote gewohnt sind, 700 Tentipi ist jetzt ein bisschen größer wie eine Kote, aber noch kleiner oder vergleichbar kleiner wie eine Wanderkote. Also so irgendwo dazwischen bewegt sich das 7er Tentipi. Wie und was mir alles reingeht, da kommen andermal dazu. Jetzt geht es mir tatsächlich ums Befeuern. Hier einfach mal Besitzergreife, auch der Boden ist auch komplett nass und ich habe das Tentipi gestern aufgebaut, das ist alles noch so ein bisschen klamm jetzt, einfach mal ein bisschen Wärme und Behaglichkeit da reinzubringen. Wie gesagt, ich nehme dafür gern den Atago, der ist mit seiner Feuerstelle zum einen so beschaffen, dass er nicht zu groß ist, dass ich gar nicht in Versuchung komme, hier viel zu großes Feuer zu machen. Zum anderen aber auch hat er so eine gewisse Sekundärverbrennung durch sein doppelwandiges System, das relativ wenig, also es qualmt schon, aber es ist wenig Rauch, der entsteht und der zieht auch gut nach oben ab. Auch bei einem entsprechend kleinen Rauchloch von mit dem Tipi im Vergleich zu einer Kode, wo das Rauchloch dann doch deutlich größer dann auch ist. Ich sitze hier in einem Zirkon 7. Zirkon, das ist die, ich sage mal, die mittlere Qualitätsstufe von Tentipi, wobei auch hier behaupte ich immer schon mit Kanone nach Spatze geschossen ist, was einfach so die Hochwertigkeit der Materialien angeht. Ist es auch die mittlere Klasse von Tentipi schon relativ weit oben angesiedelt. Das Zirkon hat gegenüber vom Eingang noch eine Belüftung, die habe ich jetzt noch zu, beziehungsweise von außen, da labe ich noch drüber, das wollte ich jetzt einfach mal gucken, wie zieht denn der Atago
wenn die Belüftung zu ist, weil ich möchte ja eigentlich im hinteren Bereich vom Zelt es eher warm und kuschelig haben und keinen Zug. Deswegen habe ich da Eingang so ein kleines Stück, also gerade so 20 cm habe ich auf. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie der Atago sich hier so schlägt und ob es hier drin mit der Zeit dann auch wohnlich wird. Ein bisschen weiter musste ich den Eingang doch jetzt erstmal aufmachen, weil einfach die Feuchtigkeit, der Rauch hier drin es doch etwas ungemütlicher gemacht haben. Aber es lässt sich jetzt gut an. Der Rauch zieht inzwischen komplett ab und es beginnt hier warm zu werden. Und so wie es hier drin beginnt jetzt mollig und behaglich zu werden, dürft ihr auch so ein bisschen Wunschkonzert machen. Das heißt, mich interessiere eure Frage rund um Tentipi und Feuer im Zelt. Also, wir stehen jetzt hier eine Weile so ein bisschen als Experimentierraum. Ich habe so einige Ideen, was ich vorhab. Aber würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr denn gern so in Tentipi jetzt hier der Winter über gern erleben würdet. Ihr habt ja auch vermutlich nicht so richtig die Gelegenheit rauszugehen. Also in Baden-Württemberg haben wir eine Ausgangssperre. Nach 8 darf man ohne triftigen Grund, also eigentlich darf man überhaupt nicht ohne triftigen Grund raus. Aber nachts gibt es fast keine triftigen Gründe, um vors Haus zu kommen. Ja, dafür so ein bisschen stellvertretend hier unser Tentipi für ein bisschen Abenteuerromantik zu Hause. Kaminfeuer oder hier halt für mich hier am Atago. Ja, ich habe auch noch der ein oder andere Zeltofen, den ich ausprobieren wollte hier drin. Und die Sarah hat schon angekündigt, sie würde gerne im Tentipi Crepe backen. Ich denke, solche Dinge werden wir auch tun. Und ja, lasst doch einfach eure Frage, Wünsche, Anregungen in der Kommentarrunde. Und wir bereiten uns für die nächste Zeit da ein bisschen vor. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich werde hier noch ein bisschen da Atago mit seinem Feuer genießen. Und bis dahin, tschüss, euer Ralf von Jütland.